Zuallererst einmal muss ich in die Runde fragen, für wen hier ist das Thema Frisur und Haar ein unwichtiges, geradezu banales Thema? Bitte. Gut. Und für wen hier in der Runde ist Banalität unbedingt in die Wissenschaft einzubringen? Wow, okay. Ich sehe schon den Fanclub. Trotzdem ist die Idee, dass man sich dem Normalen und Alltäglichen der Wissenschaft zuwenden muss, nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist nämlich ein paar verrückten Typen, ein paar britischen Intellektuellen der 60er und 70er Jahre in England eingefallen, die nach ein paar durchzechten Nächten und einer Überdosis Karl Marx beschlossen, fortan nur mehr in ausgetretenen Turnschuhen zu Konferenzen zu gehen und dort lauthals zu verkünden, der Alltag ist politisch. Der Alltag ist politisch, dort passiert die Wahrheit, dort passieren die Machtkämpfe. Dort verhandeln wir um die Bedeutung unserer Körper, unser Geschlecht, unsere Hautfarbe. Und wenn man sich jetzt diese Behauptung vergegenwärtigt und wieder zur Frisur zurückkehrt, dann ist eigentlich vollkommen klar, das perfekte Forschungsmilieu. Was könnte normaler und banaler als das Haar sein? Jeder hat es, naja, nicht jeder, wie ich sehe. Und vielleicht ist gerade für die, die es nicht haben, genau das das Problem. Das, für mich muss ich sagen, war Thema, Haar eigentlich noch nie ein Thema. Und genau deswegen schreibe ich momentan 100 Seiten darüber, weil ich der Meinung bin, dass die Abwesenheit von Themen oder Sorgen in unserem Leben meistens mit Privilegien verbunden sind. Das Privileg, als mich als weiße Europäerin nicht um das Thema Haare zu kümmern, habe ich erfahren in aller Härte, als ich einmal, ich weiß nicht wie, auf YouTube landete und dort mitten in einer Tyra Banks Show ankam, wo sich schwarze Frauen um ihr Haar unterhielten. Da gab es eine Kandidatin, die behauptete, den White Girl Flow zu haben und damit gutes Haar zu besitzen. Der White Girl Flow, das ist die nicht natürlich angeborene Eigenschaft von Afroamerikanerinnen, das Haar zu schwingen wie eine Europäerin. Im Gegensatz dazu, war schlechtes Haar, Haar, das krause war, wirr, nicht kennbar. Und im englischen Originaltitel, um ihn zu vergegenwärtigen, fielen zwei Worte. Slave Hair, Nigger Hair. Slave Hair, Nigger Hair. Nach diesem medialen Schock brauchte ich erstmal ein paar Bier und ein paar Postkolonialtheoretiker. Postkolonialtheorie, das hat jetzt weniger mit der Abwanderung ehemaliger PSK-Mitarbeiter im Zuge der Entlassungswelle zu tun, sondern mehr mit unserer rassistischen Geschichte. Und mit den Themen, die im Zuge dieser Geschichte an uns angehaftet wurden. Da gab es recht eindeutige Kategorien und Zuschreibungen, die unseren Körpern angedichtet wurden. Nehmen wir das auch noch, ne? Und jetzt sind die von der Postkolonie so wie alle anderen. Wenn es um die Frage geht, wie können wir uns befreien von diesen pickigen Rollenbildern, dann sagen die einen auf Österreichisch, na, die Schüler sind jetzt da, das geht jetzt nicht, das ist jetzt so. Und die anderen sagen aber auf Amerikanisch, Befreiung, yeah, let's do it, tomorrow is another day. Wir können die Geschichte einfach umschreiben. Gut, da ich prinzipiell der Meinung bin, dass konträre Positionen am besten dann stark sind, wenn sie sich ganz lieb haben und zusammenhalten, habe ich einen theoretischen Haaransatz entwickelt, der sich irgendwo zwischen österreichischer und amerikanischer Lösung aufhält. Einerseits ist es natürlich so, jetzt kann das Follikel nicht sagen, heute presse ich ein welliges Haar raus und morgen ein glattes. Ja? Also das ist eigentlich genetisches, ich habe das gelernt, ein schwieriges Wort von meiner biologischen Freundin. Genotyp heißt das. Ja? Also der Genotyp bestimmt quasi unser Schicksal. Außerdem, ja, können wir diesen mörderisch hinkenden Reim, den sich unsere Urahnen über die Haut- und Haarverhältnisse so gemacht haben, auch nicht rückgängig machen. Das pickt an uns wieder Fetzen von gestern. So, und jetzt gibt es allerdings, ist das Haar der Körperteil, der am meisten form- und veränderbar ist. Haben Sie schon einmal probiert, Ihre Leber oder Ihre Niere zu kämmen, waschen, glätten, färben, was weiß ich? Ja, Sie wissen, was ich meine. In Bezug auf das Haar ist das sogar manchmal angenehm. Ja? Und das muss man sich vergegenwärtigen. Also Wissenschaft, hochwissenschaftlich postkolonial, also zwei Perspektiven. Zum einen kann der White Girl Flow, natürlich
jetzt wird er am Boden liegt, nicht mehr so ansehnlich. Der White Girl Flow steht natürlich für diese Befreiung von diesem genetischen Ballast, den wir da haben. Ja? Wir können, es wächst auf einer schwarzen Frau kein langes, welliges, glattes Haar. Damit ist es als Befreiungsschlag zu deuten. Auf der anderen Seite ist der White Girl Flow kritisch zu beachten, weil natürlich die pickigen Zuschreibungen aus der Vergangenheit nicht rückgängig gemacht haben. Die sind da, ja. Das heißt, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass der White Girl Flow sich orientiert an europäischem Haar, ja, dann ist Weisheit leider immer noch der Ferrari unter den Körperfarben und der White Girl vor allem die Extra-Ausstattung. Ja? Außerdem gibt es ein chemisches und Arsenal, was man sich da zuführen kann, muss, was auch immer, um das irgendwie zu erkämpfen. Also nach meinem theoretischen Hahnsatz lautet die Handlungsanleitung letztendlich: erstens, prüfend kritischer Blick auf die Geschichte, die wir da haben. Und zweitens, verspielt kreativer Blick in die Zukunft. Weil nur wenn wir uns für Stilrichtungen entscheiden können und für alle Haar ein banales Thema geworden ist, dann können wir Schönheit jenseits von Schwarz und Weiß empfinden und uns unsere Attraktivitätsdefinition aussuchen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.